So, ich nehme jetzt diesen 10-Euro-Schein und versuche den mal hier in unseren Geldautomaten reinzutun. Na, möchte er das Geld? Nicht? Möchtest du nicht? Wow! Da hat er mir fast die Finger abgebissen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute wieder was total Cooles für euch, nämlich ein Tresor für das Kinderzimmer, eine elektrische Spardose oder auch ein Geldautomat für zu Hause. Das ist wieder ein richtig cooles Teil, funktioniert mit Batterien, man kann sogar wieder Geldnoten einfügen oder reinziehen lassen, wie von Geisterhand. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Ich würde sagen, wir packen unsere Spardose mal aus. Das ist jetzt also unser Geldautomat für zu Hause. Sieht wirklich ziemlich cool aus, wie ein richtiger Tresor. Hauptsächlich in Blau und in Weiß. Und hier steht auch noch Money Safe drauf, also ein Geldtresor. Hier unten kommen übrigens die Batterien rein. Die habe ich jetzt schon mal eingesetzt, um ein bisschen Zeit zu sparen. Der Code ist erstmal am Anfang 4 mal die 0. 1, 2, 3, 4. Dann leuchtet hier so ein grünes Lichtlein. Und dann kommt so ein quietschender Sound, als wenn man so eine alte Tür oder so öffnet. Hier ist noch so ein kleiner Schalter, da steht Voice oder Beep Sounds. Kann man auch mit Stimme machen. Hier oben habe ich euch noch gar nicht gezeigt, da kommt übrigens das Geld rein. Und hier wiederum die Geldscheine. Ich würde sagen, wir machen den jetzt nochmal zu. Wenn die Tür länger als 10 Sekunden, glaube ich, auf ist oder 15 Sekunden, dann kommt dieser Beep Sound. Das heißt, dass man sich mal beeilen soll, die Tür ist zu lange geöffnet und jemand könnte eventuell das Geld klauen. Jetzt werden wir mal hier ein bisschen Geld reintun. Bisschen Kleingeld erstmal. 50 Cent, 20 Cent und 1 Euro. Und jetzt will ich mal schauen, wie das Ganze mit Stimme klingt. Null. Ja. Das heißt, ich werde immer darauf hingewiesen, jetzt aber bitte das Passwort. 4 mal die 0 war's. Man kann natürlich auch, hier ist übrigens mein Geld drin, das Passwort ändern, indem man jetzt hier drauf drückt auf das Sternchen. So. Und jetzt können wir schnell einen anderen Code eingeben. Ich glaube, wir müssen ein bisschen länger drücken. So. Das scheint nicht zu funktionieren. Das Passwort konnte ich jetzt irgendwie nicht so leicht ändern. Ich dachte erst, ich gebe 9, 6, 6, 9 ein. Ist aber nicht das richtige Passwort, also muss es noch das alte sein. 0, 0, 0, 0. Oh oh, kriege ich den Safe jetzt gar nicht mehr auf. Ich will mein Geld! Nochmal. Oh oh, ich habe, glaube ich, das Passwort geändert, ohne dass ich weiß, welches es ist. Hilfe! Dieser Safe ist einfach zu sicher. 000 ist nämlich gar nicht mehr das Passwort. Ich will mein Geld! Falls man sich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr an sein Passwort erinnern kann, dann kann man einfach hier unten das Batteriefach öffnen, die Batterien wieder rausnehmen und dann ist der Tresor quasi resettet. Das können natürlich alle anderen auch noch machen, die an diesen Tresor ran wollen. Und schon kommen sie wieder mit dem ursprünglichen Passwort 000 an das Geld ran. Und jetzt kann ich mein Geld endlich wieder rausholen. Ich finde die Stimme aber ein bisschen nervig, deswegen schalte ich wieder auf diesen Pieps oder Beep Sound. Und jetzt versuchen wir nochmal da Geldscheine reinzutun. Ich habe einen 10-Euro-Schein. Klappe zu. Und mal sehen, ob er mein Geld möchte. Ja, möchte er. Ich habe hier auch noch so eine Karte. Ich weiß nicht, ob die da reinpasst. Passt leider nicht. Man kann aber natürlich auch einfach Papier da reintun, wenn man will. Dieser Geldautomat für zu Hause, der frisst wirklich alles. Also es ist ihm egal, ob man da Papier reintut oder eben auch richtige Geldscheine. Der hat nämlich immer großen Hunger. Es macht also super viel Spaß, diese Spardosen mit Geld zu füttern. So macht Sparen richtig Spaß.
Wenn es euch gefallen hat, unsere Spardose mit dem Geldanzug oder auch unser Tresor fürs Kinderzimmer oder auch unser Geldautomat für zu Hause, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr euer Geld spart. Versteckt ihr das im Kopfkissen? Habt ihr so eine coole Spardose oder vielleicht ein ganz, ganz klassisches Sparschwein? Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ich hole mir jetzt erstmal mein Geld wieder.